damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey Ultra Modded. Die Projekt, bei dem wir uns immer die skurrilsten, witzigsten, manchmal auch ziemlich hilfreichen Mods raussuchen, die uns so ziemlich den Spielspaß vergrößern. Und heute sieht das Cityland ein bisschen anders aus. Aber wir haben auch noch die Avatar-Mod dabei, mit der Mario richtig krassen Stuff machen kann. Er kann einfach fliegen. Natürlich haben wir nicht nur Wind als Element, wir können natürlich auch Feuer machen. Und Feuerstampfattacke. Und Charaktere buggen dann. Wir können damit Wände entlang. Ja, lol. Oh nein. Oh, das war knapp. Das ist ja insane. Es wird überhaupt nicht funktionieren. Wechseln auf Wind. Leider. Ey, das funktioniert ja for real. Nun ja, wie soll ich sagen? Also von den Wasserfähigkeiten war ich auch nicht ganz überzeugt. Ich schütze mich vor euch, weil ich habe ein Schutzschild. Jedoch waren unsere Windfähigkeiten eine der wichtigsten Punkte in dieser Welt. Also durch das Fliegen haben wir einfach so insane Möglichkeiten. Wir können einfach auf das Haus hier hoch. Gibt es hier hinten schon den Mond? Hier gibt es später einen Mond. Das ist einfach Minecraft-Texturen. Da hinten gibt es noch einen Mond. Den sollten wir doch jetzt einfach on the fly einsammeln können. Versteht ihr? On the fly, weil wir fliegen können. Und Guys, natürlich müsst ihr dranbleiben, weil wir werden natürlich nachher noch schauen, wie weit wir out of map fliegen können. Das ist natürlich wichtig. Und Guys, wenn ihr von unserem flambierten Klempner nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Da kriegt ihr nämlich straight up immer eine Benachrichtigung, sobald ich wieder Gegner flambiere. Bam! Kann ich eigentlich hier hochfliegen? Ja, lol, kann ich halt wirklich... Oh nein! Wasser! Als ich dann nach 20 Minuten erkannt hatte, dass Wasser nicht die Lösung ist, begab ich mich auf den Weg zum Rathaus. Aber man kommt ja von hier nicht mehr zurück. Man ist hier dazu gezwungen, sich eigentlich umzubringen. Aber nicht für mich. Ich bin Avatar, The Last Airbender, und ich kann fliegen. Und ich kann nicht mehr höher fliegen, weil, weiß ich nicht. Aber eigentlich ist mir das völlig egal. Wir können ja auch einfach die Wand hoch schwimmen. Oh, wir nehmen sogar die Coins mit. Let's go. Da ist auch noch ein Mond. Den holen wir so. Komm, 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 komm. Let's go, wir werden jetzt runterfallen. Ich werf die Cap, ich werf die Cap. Let's go. Bam. Oh, stimmt, wir können ja auch noch da reingehen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe. Lass uns mal da reingehen und da drin Stuff ausprobieren. Bam. Let's go. Für alle, die Speedruns nicht kennen, hier gibt es einen ultraschweren Jump hier rüber, weil die Kamera sich irgendwie cursed dreht. Und dann kann man hier runterfallen. Ja, wir sind einfach so krass und fliegen drüber. Okay, let's go. Fühlt der Typ sich gerade wirklich so krass, weil er Cheats benutzt, um einen schweren Sprung zu schaffen? Yep, das tut er. Was ein Idiot. Dann starten wir mal den Kampf. Rein da. Oh mein Gott, wir sind hier oben. Hallo Bowie. Wer pisst dich du Giraffenholz? Und rein in den Kampf. Sind wir draußen? Ich glaube, wir sind draußen. Dann erkunden wir jetzt mal, warum ist das gelb? Sollt hier nicht ein Haus stehen? Hier ist ein Haus. Das ist einfach invisible. Können wir den Crazy Cap Store? Doch in den Shop zu gehen war eines der größten Fehler. Ja, hä, wie cool. Ja, da wird sich jetzt erstmal ein Bauarbeiterhelm gegönnt. Da müssen ja schließlich noch die unsichtbaren Häuser fertig gebaut werden, nicht? Was ich jedoch nicht wusste, war, dass der Crazy Cap Store eine Zeitmaschine ist, die mich ganz an den Anfang der Welt zurückbefördern würde. LOL, das hat den Bossfight beendet. Och nee. Aber schon 10 Minuten später hatte ich den Bosskampf hinter mir und es hat gar nicht so lange gedauert, wie ursprünglich gedacht. Und damit wäre auch das erledigt. Hä? Wir werden ja voll weggelauncht auf Schrägen. LOL? Oh, das Auto sieht fast aus. Ey, das sieht so cursed aus. Minecraft Story Mode, sehr gutes Spiel. McDonald's und Pizza. Amogus. Aber was auch immer dieses Texture Pack ist, das ist insane. Cringe. Das ist die beste Weltenkarte, die wir jemals gesehen haben. Nachdem ich die Welt mit den neuen Texturen weitestgehend erkundet hatte, machte ich mich auf, die vier Musiker zu finden, um somit letztendlich das Festival zu starten. Jedoch kam mir vorher noch eine kleine Idee. Kommen wir nun von abgesehen diesem Mod zum wohl wichtigsten Test des heutigen Tages. Können wir diese Stadt da hinten erkunden? Und wenn ja, wie weit können wir fliegen, ehe eine unsichtbare Wand unser Leben zerstört?
Es ist so maximal leise hier. Einfach null Game-Sound. No, hier ist die unsichtbare Wand, Guys. Aber trotzdem, wir kommen insane weit. Okay, wir haben zumindest ein bisschen was gesehen. Wir kommen wirklich nicht weiter wegen den unsichtbaren Wänden. Und ich weiß nicht, wie man die entfernen kann. Weil sonst könnten wir natürlich noch viel, viel mehr sehen. Bevor wir es vergessen, sollten wir natürlich definitiv den Strom für die Stadt anschalten, weil es sonst unmöglich ist, das Festival überhaupt zu starten. Ey, das sieht zu cursed aus, wenn ich hier runterspringe. Ey, die ganze Mario Odyssey-Welt ist so wunderschön geworden. Auf dem Weg dahin begegneten uns zwar noch ein, zwei kleine Glitches, aber das war nicht wirklich der Rede wert. Viel wichtiger war es natürlich, die Pflanzen zu besiegen, um somit den Strom wieder anschalten zu können. Doch dabei kam mir mal wieder eine meiner wunderbaren Ideen. Natürlich schauen wir uns an, was die Rohre hier hinten allesamt so machen, weil das sieht ja mega interessant aus. Nein, die Kamera folgt uns nicht. Kann ich hier irgendwo bitte landen? So, dann wäre das jetzt auch geschafft und ab zum Festival, weil da können wir auch noch rumfliegen, bevor wir in die Röhre gehen. Das schauen wir uns direkt an. Und wenn ich eins aus dem heutigen Tag gelernt habe, mach deine Rechnung niemals ohne die unsichtbaren Wände. Da ich keine Ahnung habe, was davon Kollision... Nein, die Kamera. Okay, ich glaube, wir müssen es anders probieren. Ich laufe jetzt zum Ende und wir fliegen von dort aus los. Das ist ja der größte Scam der Welt. Nun ja, die sind überall in diesem Festival-Level und man kann sie auch nicht umgehen. Damit beendete ich das Level und machte mich auf den Weg ins nächste Kingdom. Damit hätten wir aber den wunderbaren Triple Moon und damit alle Monde, um ins nächste Land zu kommen. Und damit herzlich willkommen im Polarland, Guys. Mario hat auf dem Flug gerade hierher seinen eigenen Schatten verärgert. Und ich habe gehört, der will uns beim nächsten Mal jagen, Guys. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, checkt das Video aus. Da waren wir einfach ein Imposter in Mario Odyssey. Und Mario und ich, wir müssen jetzt ganz dringend hier weg.